Guten Abend. Was mir so eingefallen ist, hin und wieder stellen sich die Leute die Frage, na, wie hoch ist denn der Baum? Wann und wo auch immer. Jetzt zeige ich euch mal die Methode, wie die Förster das machen. Das ist eine reine Schätzung. Als erstes suche ich mir einen Stock und messe da, sagen wir mal, 50 cm ab. So, meine Hand hat 20 cm. Einmal. Zweimal, dreimal, davon die Hälfte, wären 50 cm wären hier. Schritt 1. Jetzt dann muss ich das Stöckchen mit dem Baum in Deckung bringen. Das wäre so, jetzt stimmt die Höhe des Baumes vom Stock unten von der Wurzel bis zur Spitze mit dem Stöckchen überein und merke mir die Position, wo ich stehe. Zweimal das Stöckchen sind ein Schritt. Ein Schritt sind bei mir 90 cm. 1, 2, 3, 4, 5. 11, 12, 13, 14, 15, 16 Schritte. 16 mal 9 macht 14,50 Meter. Also ist der Baum circa 15 Meter hoch. Eine weitere Methode, um die Höhe zu messen, die Gesamthöhe eines Baumes. Ich bringe wieder das Stöckchen mit dem Baum in Übereinstimmung. Dann kippe ich. Und merke mir die Position, auf die die linke Spitze zeigt. Das wäre dort. So, theoretisch müssten wir jetzt auch an die 15 Meter haben. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14,5, 15. Also, auch bei der Methode lässt sich die Höhe des Baumes ungefähr bestimmen. Ja, und dort oben nistet ein oder hat ein Turmfalkenpärchen genistet. Und die Jungvögel sind hier also die letzten Tage immer um die Krone gekreist. Und leider hört und sieht man nichts mehr. Doch, da ist er. Er hat sich. Also ist das entweder ein Jungvogel oder eins von den Erwachsenen, von den Älteren. Der hat sich jetzt gerade oben in die Krone gesetzt. Da kommt der zweite. Zoom. Bettelt ihr um Futter?